Was wolltet ihr? Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Serana-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter. Was wolltet ihr? Mit der dunklen Bruderschaft und der Quest. Wo ist die Quest? Das Patentrezept. Wir haben in der letzten Folge Anton Virane getötet. Und nun geht's darum, ich soll den Feinschmecker ermorden, der tatsächlich ein Ork namens Balagok Gronolob ist. Sobald das erledigt ist, brauche ich nur noch seinen Passierschein zu stehlen. Wenn ich die Leiche gut verstecke, erhalte ich eine Prämie. Jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, wie ich eine Leiche verstecken soll, denn ich bin da ja nicht so richtig gut drin. Ich bin ja nicht so der sneaky man. So, da muss ich hin. Da ist natürlich auch mal absolut fucking gar nichts in der Nähe. Außer die Schurspitze und Festung Düsterhammer. Ich reiß mal zur Schurspitze, ich glaube. Oder? Zur Raldbatar. Obwohl da so. Ich glaube, Schurspitze. Ist das okay? Okay. Ich glaube, es ist okay. Falls ihr Bock drauf habt und das Skyrim Let's Play unterstützen wollt, habt ihr genau noch jetzt für 15 Sekunden die Möglichkeit, einen Daumen nach oben zu drücken. Danke dafür. Das ist im Übrigen Schattenmähne. Warum ist es hier so düster? Da sieht ja keine Sau was im Let's Play. Wir haben Serana mit dabei, weil ich parallel noch die Dawnguard spiele. Der Hinweis an der Stelle nochmal. Spiele ich immer abends im Livestream, meistens um 20 Uhr. Nicht jeden Tag, aber doch fast jeden Tag. Und da die irgendwie nicht zu Hause bleiben will, läuft die halt immer hinterher. So. Nehmen wir sie mit auf unsere geheime Reise der dunklen Bruderschaft. Ich sehe schon, wo ich hin muss. Seht ihr das da drüben? Pong! Da scheint unser Ziel zu sein, oder? Das einzigste Haus hier weit und breit. Ich bin mal gespannt, wie ich den verstecken soll. Bei meinen Versteck- und Schleich-Skills kann ich höchstens die ganze Hütte anstecken. Kommst du hier runter, Serana? Oh mein Gott, was ist da? Wo ist der Weg? Warum habe ich jetzt den Bogen rausgeholt? Bin ich total bescheuert. Ich hätte da lang gemusst. Nee. Oh. Flying Serana incoming! Na, die ist ja ein Vampir, die kann ja fliegen. Also was soll der Geiz? Dann irgendwas entdeckt. Ups. Ups. So, hier ist doch der richtige Weg, Mensch. Na, auch nicht so richtig, aber so fast. Wir laufen jetzt einfach mal so Skyrim-typisch durch die Gegend. Ich glaube, Serana kann man auch nicht abschütteln. Wow. Ob man will oder nicht. Während mir die anderen Mädels ja irgendwie ständig flöten gehen. Ayla und Lydia habe ich auch geparkt, schon vor 2 Folgen. Wow. Was ist hier los? Ein Eistroll, okay. Ich sehe ihn zwar nicht wirklich, aber ich schieße schon mal drauf. Dass der wieder aufsteht, du, ist er schon tot. Jetzt bräuchte ich so eine Rolle! So eine Witcher-Rolle! Mach die Witcher-Rolle! Yeah! Mit Pfeil und Bogen im Nahkampf erledigt. Ja, und dann auch schön, dass meine Gehilfin Serana dazukommt. Ich habe neulich mal erwähnt, ich finde ihren Zauber halt mega. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr. Und irgendjemand meinte, man kann den vielleicht auch von ihr lernen. Aber ich weiß, dass ich das schon gespielt habe. Das kann aber auch sein, dass ich das gemacht habe über den Leveler Tower, wo man ganz einfach dann alle Bücher des jeden einzelnen Zauberspruchs liegen hat. Weil viele von euch meinten, dieses Leben entziehen, was Serana nutzt, was ich echt für den perfekten Zauberskill halte, könnte man nur als Vampir nutzen. Also am PC gibt es da natürlich immer wieder Tricks und Mittel und Wege, dass man das auch so nutzen kann. Ich weiß, dass ich schon mit älteren Charakteren in Skyrim für mich gespielt habe. Ich weiß aber nicht, ob es auf einem regulären Weg war. Zum Nachttor. Falls ihr das wissen solltet, könnt ihr das aber jetzt gerne in die Videokommentare posten. Wenn es einen regulären Weg gibt, würde ich den dann bevorzugen zu beschreiten. Aha, unser Ziel. Schnell mal speichern. Das auch immer mein Tipp. Ich lese immer wieder, boah, ich komme aus dem einen Haus nicht raus, weil da werde ich immer sofort getötet. Oder ich komme an der und der Stelle nicht weiter. Macht euch gottverdammt nochmal Speicherpunkte. Und damit meine ich nicht nur diese Auto- oder diese Schnellsafe, sondern wirklich echte Speicherpunkte.
Ruhig, jede halbe Stunde. Was soll das? Wenn da mal wirklich irgendwas passiert, wirklich irgendwas verbuggt ist, ihr wirklich irgendwo nicht weiterkommt, dass ihr immer, was weiß ich, jetzt nicht 8 Stunden nachspielen müsst, sondern, was weiß ich, 20 Minuten. Das ist echt einfach. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Mhm. Hör mir gut zu. Ah, hallo, Reisender. Hallo. Seid ihr wegen des Essens im Nachttor oder wollt ihr hier übernachten? Was könnt ihr mir überhaupt über das Gasthaus erzählen? Diese alte Hütte gibt es schon ewig. Wurde von meinem Urgroßvater gebaut. Erst hat er sie geführt, dann wurde sie von Generation zu Generation bis zu mir weitergereicht. Kehren hier viele Gäste ein? Nein, nicht allzu viele. Ab und zu kommt ein Reisender vorbei. Meistens ist aber bloß der alte Fultheim da. Will wohl mit der Sauferei ein Leben voller böser Erinnerungen wegspülen. Und dann ist da natürlich noch der Ork. Ein Dauergast. Der zahlt so viel, dass ich es mir leisten könnte, die Bude dicht zu machen. Ein Ork? Erzählt mir ein bisschen mehr über den Ork. Er heißt Malablob oder Malaklob. Irgend so ein komischer Ortname. Aber der kann sich richtig gut ausdrücken. Ist gar kein Wilder. Er sagt, er wäre ein Schriftsteller. Keine Ahnung, was das für eine Arbeit ist, aber er muss ganz gut damit verdienen. Er hat die nächsten paar Monate im Voraus bezahlt. Okay. Er lungert meistens bloß herum, geht runter zum See und manchmal probiert er den Wein, der im Keller lagert. Aber der Kerl kann meinetwegen machen, was er will. Pauschal, ich könnte vielleicht den Wein vergiften oder ihn im See ertränken, wenn ich ihn verstecken soll, was ja die Questvorgabe wäre, also hier. Wenn ich die Leiche gut verstecke, erhalte ich eine Prämie. Dann wäre vielleicht der See irgendwie die bessere Wahl. Oder könntest du ihn einfach aufessen? Du könntest ihn einfach essen, den fetten, dicken Ork, oder? Dann würdest du mal ein bisschen Fleisch auf die Hüfte bekommen. Ja? Was wolltet ihr? So. Adring hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Wie? Ich rede mal mit dem Ork. Er ist ja im Keller gut genug versteckt. Ich weiß gar nicht, warum wir den armen Ork töten sollen. Aber nun mal, wir sind nun mal Auftragsmörder. Was soll's also? Wir könnten ihn jetzt schon ermorden, ohne Wenn und Aber. Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Ich mache hier nur Urlaub. Der Kaiser wird bald tot sein, ermordet vom Feinschmecker. Was? Der Kaiser? Aber ich? Oh, oh, bei den Göttern, nein! Das könnt ihr nicht tun! Das könnt ihr nicht! Ja? Was wolltet ihr? Na, jetzt flieht er? Wo fliehst du denn hin? Bist du jetzt hier in die Ecke vor uns weggelaufen? Anscheinend. Okay. Ich finde, das ist jetzt hier nicht so sneaky. Oh. Ich muss immer auf den Hals schießen. Hier, still dich ruhig mir voll in den Weg. Du musst halt immer auf den Hals zielen für den Headshot. Was wolltet ihr? Optional. Ach so. Guck mal, das war sogar richtig. Ach, haben wir jetzt ein bisschen uncool gespielt, oder? Pass auf, können wir noch ein bisschen cooler spielen? Bin ich mir ganz sicher. Obwohl, eigentlich egal, ne? Eigentlich ist scheißegal. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen wirklich was haben. Aber wenn das da unten schon versteckt ist, dann ist ja alles gut. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Oder reicht das, weil der da hinten in die Ecke gegangen ist? Reicht vielleicht, weil der in die Ecke gegangen ist, ne? Ihr wisst, was ich getan habe, oder? Molach Bal, der einzige Gott, der von uns akzeptiert wird. Reicht für eine Aufladung, oder? Ich spiele jetzt alles immer doppelt einfach. Das Let's Play länger ist natürlich.
steht jetzt nicht gerade in der Ecke, ne? Was auch immer es ist, ich kann ganz sicher nicht helfen. Der Kaiser wird bald tot sein. Was? Der Kaiser? Aber ich? Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er wieder in die Ecke läuft. Götter, nein, das könnt ihr nicht tun. Das könnt ihr nicht. Ja, kann ich. Lauf wieder in die Ecke. Seele eingefangen. Wieso Kopfgeld? Das hat doch niemand gesehen. So ein Fuck, ey. Wieso Kopfgeld? Drecksack. Was wolltet ihr? Muss ich mich auch anziehen wie der? Was war die Quest? Ja. Hab ich jetzt was alles gemacht, was ich machen sollte? Taucht jetzt oben auch auf, dass das... Ach Gott, jetzt kann ich das nicht zurückspulen. So, wir gehen einfach hier rum wieder raus. Ja, was wolltet ihr? Wir wollten eigentlich nur, dass du mal die Klappe hältst. Sonst gar nichts. Guck mal, da schwebt ein kleiner Stern über mir. Was wolltet ihr? Das ist meine kleine Minisonne, damit du Abstand hältst. Dankeschön. Das war fies zu ihr, ne? Ja, was wolltet ihr? Du bist doch eigentlich eine ganz hübsche. So, ab geht's auf die Karte und dann ab geht's zur dunklen... Moment, mega Verwirrung meinerseits gerade. Dann geht's nämlich jetzt direkt ab zur dunklen Bruderschaft. So, heute direkt mit Speed-Schnellreise, ohnehin gelatsche einfach, bam! Was wolltet ihr? Direkt hier weiter die Story erzählen. Heute Morgen ruckzuck, zacki, zacki. Ist das eine Morgensfolge? Ich hoffe doch mal. Ey, Alte, Lack- und Lederklamotten. Ihr braucht etwas? Nein. Vertretet uns gut, Bruder. Mach ich doch immer. Mach ich doch jedes Mal. Was soll die andere sagen? Es kann doch unmöglich wahr sein. Der Redoran-Auftrag. Ja, ihr habt richtig gehört. Fardenfell. Hin und zurück in unter 48 Stunden. Aha. Der verlorene Mörder kehrt zurück. Und? Was ist mit dem Feinschmecker? Kann der eine mal da seine Fresse halten, oder was? Der ist tot. So viel habe ich verstanden. Wie es scheint, ist ein gewisser Ork verschwunden. Das heißt, ihr habt den Feinschmecker nicht nur getötet, sondern auch noch die Leiche entsorgt. Ja, hab ich. Und den Passierschein habt ihr auch. Ja, hab ich. Vorzüglich, vorzüglich. Ah, und aus Markart hat uns die Nachricht erreicht, dass der Koch der Festung vorzeitig von uns gegangen ist. Ärgerlich. Habt eure Pflichten gewissenhaft erfüllt. Naja, mein größter Wunsch, ich schweige. Ich habe euch wohl unterschätzt, wie es aussieht. Vielleicht haben wir das alle. Hier ist euer Lohn und noch eine Kleinigkeit von mir. Danke. Seht es als eine Art Entschuldigung an, dafür, dass ich so verdammt miesepetrig war. Dankeschön! Das ist der Ring des Nachtwebers. Ich habe ihn jahrelang getragen. Jetzt sollt ihr ihn haben. Er wird eurer Magie und euren Schleichkünsten etwas auf die Sprünge helfen. Danke, danke, danke schön! Solltet ihr euch besser beeilen und Astrid aufsuchen. Eine nice Donation von Festus. Für die letzte Phase dieser grandiosen und glorreichen Operation. Letzte Phase. Ach, das wird so traurig sein, wenn das vorbei ist, oder? Wollen wir uns mal angucken, was er uns gegeben hat. Ring von irgendwas. Ich habe auch Ciceros Klamotten mitgenommen, oder? Ah ne, nur Ciceros Handschuhe. Hm, Quelda. Ich werde mich als Koch verkleiden. Klug, ne, von mir. Voll klug. Da ist der Ring des Nachtwebers. Schleichen wird um 10% verbessert. Zerstörung wird um 10% verbessert. Was trage ich denn jetzt? Ich habe nur Scheißringe eigentlich. Naja, ich trage deinen Ring, alter Mann. Danke. So, dann reden wir mal noch mit Astrid. So, ich gehe mal hier hoch, auf der Seite diesmal. Vollkommen die falsche Seite, aber geht's hier irgendwo hin? Geht's wieder in die große Höhle hinein?
Müssen wir aufpassen, dass man nicht aus Versehen bei der Spinne reinfällt da. So. Die Frauen Lack- und Lederklamotten. Es ist also vollbracht. Ihr habt den Feinschmecker getötet. Und nun ist Titus Mede der Zweite so gut wie tot. Tja, jetzt ist es wohl soweit. Können wir jetzt den Kaiser ermorden? Oh ja, und ich habe entschieden, dass euch diese Ehre zufallen soll. Ich danke euch, Astrid. Ich werde euch nicht enttäuschen. Tod dem Kaiser! Für Sisig, Molag Bal und die Mutter der Nacht! Naja, so. Oh, ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten, glaubt mir. Lasst uns beginnen. Begebt euch nun zum Schloss Elend in Einsamkeit. Zeigt dort dem leitenden Offizier, Kommandant Maro, euren Passierschein. Ihr erinnert euch sicher an ihn. Ihr werdet freien Zugang zu den Küchen und anschließend auch zum Kaiser erhalten. Ihr gebt euch als Meisterkoch aus. Also wird es euch ein leichtes sein, sein Mahl zu vergiften. Ich bräuchte Turbogift von euch. Hier, benutzt das hier. Es handelt sich um eine Jarinwurzel. Nur ein kleiner Bissen und die Wirkung tritt sofort ein. Der Kaiser wird Zitis dienen, bevor er überhaupt merkt, dass er tot ist. Sobald Mede tot ist, flieht ihr durch die obere Tür und dann über die Brücke. Ich habe veranlasst, dass sie unbewacht ist, sobald der Alarm erklingt. Geht jetzt. Geht und erfüllt euer Schicksal als Zuhörer. Obere Tür und dann über die Brücke. Was gibt's noch, bevor ich mich auf den Weg mache? Es bedurfte unzähliger Gefälligkeiten, Bestechungen und Erpressungen, aber es ist mir gelungen, eure Flucht zu arrangieren. Sehr schön. Einfach meine Anweisungen. Obere Tür über die Brücke. Die Gesellschaft wird wieder auf dem richtigen Weg sein. Und das nur dank euch, Zuhörer. Okay, was ist noch mit der Jarinwurzel hier? Wird da keiner drauf kommen? Es handelt sich um eine seltene Pflanze, die man nur auf der Insel Stros-Mekai findet. Sie kann wie jedes andere Gemüse serviert werden, aufgeschnitten als Salat oder in einem Eintopf gekocht. Bereits ein kleiner Bissen führt zu einem beinahe sofortigen Tod. Also, denkt nicht einmal daran, sie zu probieren. Njam, 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 njam. Bis zum nächsten Mal, Bruder. Selber bis zum nächsten Mal, Schwester. Da haben wir also die tödliche Wurzel dabei. Und sind tatsächlich auf dem Weg, einen Kaiser zu ermorden. Ja? Ich und die Vampirbraut. Ich habe so einen coolen Ring gekriegt. Ein Sneaky-Ring für besser Schleichen und so. Weißt du? Aha. Da, 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 da. Ich habe, glaube ich, sonst die große Gesundheit getragen schon mal, oder? Na, auch egal. Eigentlich auch egal. So, dann wollen wir nochmal gucken. Melde dich bei Kommandant Maro. Jetzt müssen wir auf. Nach Einsamkeit. Bei Cutlers Hof ist es ganz gerne schon mal abgestürzt bei mir, oder? Aber wir versuchen es trotzdem. So. Wenn es abstürzt, bin ich weg. Dann bin ich raus. Aber ich glaube heute nicht. Ich glaube, heute läuft alles wie am Schnürchen. Aha. Hat Kühneshain angegriffen? Ja, wirklich. Das weiß niemand so genau. Keiner weiß das. Zuflucht mehr? Ja? Was wolltet ihr? Komm, wir gehen. Euch lassen die als Vampirkönigin sicherlich so mit durch. So, Moment mal eben. Ich bin ja ein bisschen auffällig. Da könnte man ja glatt denken, ich wäre hier... Habe ich auch Kochschuhe? Ring lasse ich an. Schuhe brauche ich ja schon. Aber Handschuhe sehen komisch aus, oder? Den Kolben von Molag Bal, der fällt wahrscheinlich keinem auf, oder? Dass ich den trage. So. So. Willkommen bei Sirius, dem Koch. Bisschen grobschlachtiger Koch, oder? Ich sehe mehr aus wie ein Bäcker. Ist egal, ich laufe jetzt als Koch dahin. Ich fühle mich
in meiner Hitman-Mission dazu berufen. Soll ich noch Handschuhe tragen? Das ist eigentlich egal, oder? Eigentlich scheißegal, ich vergifte ja nur. Endlich mal eine coole Rüstung, oder? Seid mal ehrlich. Hashtag Koch jetzt bitte in die Videokommentare. Gute Geschäfte für die ostkaiserliche Handelsgesellschaft bedeutet noch mehr... Ja. So, meine lieben Freunde, die Skyrim-Folgen oder die letzte Folge und auch diese Folge sind ja so ein bisschen auf 20 Minuten nicht geschrumpft, aber zumindest so diese 25, 30 Minuten Parts sind mir doch ein ganz klein bisschen heftig, weil ich momentan nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen habe, weil ich ja auch viel livestreame und ich hoffe, das geht okay für euch. Ich sag auf jeden Fall an dieser Stelle mit dem Öffnen der Tore in Richtung Solitude recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch vielleicht nicht vergessen und haut rein.